Flughafen BER, Terminal 21. Herzlich willkommen zurück am Flughafen Berlin-Brandenburg. Ich bin Alex und ich nehme euch heute mal wieder mit zum Flughafen. Diesmal um euch die Lounges am Flughafen genauer vorzustellen. Also viel Spaß dabei. Starten wir bei der neuesten Lounge hier am Flughafen Berlin-Brandenburg und zwar in der BER-Lounge Tegel. Diese Lounge wurde nach dem Flughafen Tegel benannt, der letztlich dann für den Flughafen Berlin-Brandenburg schließen muss. Anfang 2023 war die Lounge dann für die Lufthansa geöffnet, während diese ihre Renovierungsarbeiten durchführte. Doch seitdem ist jetzt die Lounge dann in eigener Hand und kann von wenigen Passagieren und Gästen von Dragon Pass unter anderem besucht werden. Gäste finden hier verschiedene Sitzmöglichkeiten, natürlich auch ein großes Buffet und exklusiv eine Raucherlounge. Natürlich übernimmt die Lounge auch einige Design-Spezialitäten vom Flughafen Tegel, wie zum Beispiel diese Fliesen, aber auch die Anzeigetafeln, die hier digital sind. Solltet ihr einen Konferenzraum benötigen, so kann dieser hier separat gebucht werden. Darüber hinaus findet man aber auch einige private Bereiche zum Arbeiten. Und zu guter Letzt verfügt diese Lounge natürlich auch über Duschen, die ihr kostenfrei benutzen könnt. Direkt neben dem aktuell einzigen Angebot für Priority Pass Mitglieder findet ihr die BER Lounge Tempelhof und zwar direkt am Südpier gelegen. Diese Lounge war übrigens mal ursprünglich für Air Berlin vorgesehen. Vor allem besticht diese Lounge mit ihrem spektakulären Ausblick auf das Vorfeld. Zudem aber auch über ihre exklusive Möglichkeit, direkt den Schengen-Raum zu verlassen mit der angehängten Passkontrolle. Die BER Lounge Tempelhof ist übrigens die größte aktuell am Flughafen und dementsprechend findet ihr hier viele verschiedene Sitzgelegenheiten und natürlich auch ein großes Buffet mit verschiedenen Speisen, Snacks und natürlich auch Getränken. Ich durfte die Lounge in der Vergangenheit schon einige Male besuchen, doch dieser kleine separate Bereich am Ende der Lounge ist mir noch nie aufgefallen. Hier findet ihr übrigens dann auch nochmal Konferenzräume. Kommen wir zum Highlight unserer kleinen Lounge-Tour und vor allem zum Highlight dieses Flughafens, nämlich dem VIP-Service Zeitgeist. Hier wird der VIP-Service des Flughafens mit der Lounge Zeitgeist verbunden. Und zwar können diesen auch alle Passagiere des Flughafens nutzen, außer Ryanair-Passagiere. Dieser kann dann letztendlich vor Abflug gebucht werden. Und hier findet ihr dann auch vor allem viele verschiedene luxuriöse Annehmlichkeiten und natürlich vor allem eine schöne Art, um die Zeit vor dem Abflug zu vertreiben. Im Service inkludiert ist zum Beispiel auch ein à la carte Service. Darüber hinaus findet ihr aber noch verschiedenste Premium-Speisen und Getränke, die ihr gegen Aufpreis dazu buchen könnt. Gleiches gilt übrigens auch für diese zwei Suiten, die ihr stündlich buchen dürft. In der gesamten Lounge findet ihr zudem noch kleinere Buffetbereiche mit verschiedensten Getränken und Snacks. Auch in dieser Lounge spielt die Hauptstadt Berlin eine große Rolle und dementsprechend könnt ihr den Einfluss der Kultur dieser Stadt
auch an einigen Ecken wiedererkennen. Ein weiteres Highlight dieser Lounge ist sicherlich diese Zigarren-Lounge. Hier könnt ihr auch eine Zigarre von einem lokalen Händler einmal testen. Mein absolutes Highlight ist aber sicherlich der Chauffeurservice, der euch zum Flugzeug, aber auch vom Flugzeug bringt, je nachdem welchen Service ihr hier bucht. Und darüber hinaus nehmen die Angestellten dieser Lounge euch jede Arbeit ab. Dementsprechend wird auch euer Gepäck eingecheckt oder hier zur Lounge gebracht. Und solltet ihr weitere Anliegen oder Wünsche haben, so werden euch diese auch versucht zu erfüllen. Übrigens, dieses Video ist nicht gesponsert und auch keine Werbung, lediglich ist hier ein Beitrag für Reisetopia erschienen, wofür ich dann auch nebenbei Videoaufnahmen machen durfte. Dementsprechend ist das natürlich nicht die volle Erfahrung der Lounge, die ich dann aber hoffentlich in der Zukunft nochmal machen darf. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert gerne unseren Kanal.